Mario habe ich auch noch nicht angefangen zu bauen. Aber ich habe, wie auch immer, hier mal wieder angefangen, erstmal mit den Wegen das reinzuziehen, so diese Fußgängerwege, einmal halt in dieser Beton-Optik oder in diesen ja, helleren Steinen und einmal hier in diesem roten Stein. Hab mich da einfach anhand der Linien orientiert. Bei den roten gestrichelten Linien habe ich halt einfach rote Straßen reingezogen und bei den blauen halt dann eben die etwas helleren Steintextur Wege. Das Ganze ist natürlich hier ein größerer Park oder eine größere Parkanlage mit auch ein bisschen mehr Gebäuden darauf und da habe ich nicht wirklich alle bis jetzt angelegt. Ich habe da einfach mal nur ganz grob wieder mit Erde mir markiert, wo was nachher hinkommt und auch hier bei den Wegen habe ich einfach großzügig die reingezogen, die ich da so erkennen konnte und so richtige Details mal anschauen sich, wenn es dann mal wirklich in den reinen Detailbau geht. So, hier sieht man wieder, wie das Spiel ja gerade bei so engen Wegen einfach macht, was es will. Es war ja echt ein bisschen nervig, hier diese kleinen Straßen so reinzuziehen, wie ich das gerne gehabt hätte, weil einfach das Spiel dann, warum auch immer, aus geraden Straßen dann schöne geschwungene Bögen rausmacht. Manchmal lässt sich's überlisten, meistens geht das allerdings nicht. Dann steht man halt da, so wie ich, und muss halt Teile einfach mal weggelassen von den Straßen. Das lässt sich halt dann einfach nicht anbauen, so wie das man gerne hätte. Man sieht auch, wie wild das dann durch die Gegend hüpft. Ist dann schon nicht mehr vertretbar. So, auf jeden Fall hier einfach mal ein paar Wege reingezogen. Hier ist auch noch so ein kleiner Bachlauf, den habe ich allerdings nicht texturiert. Kann man ja dann auch noch im Nachgang ein bisschen was anlegen und was ändern. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich den auf jeden Fall noch nicht mit der entsprechenden Textur aufgepinselt. So, ihr seht, hier sind einige kleine Wege in dem Park unterwegs und machen wir einen kleinen Zeitsprung. Wir das Ganze mal einfach mal, nachdem die ganzen Wege sind, habe ich hier halt die ganzen Texturen wegradiert und einfach die Grastextur wieder zum Vorschein gebracht. Dieses Weiß ist ja auch auf Dauer ein extrem störender Hintergrund, sag ich mal. Gerade wenn man so die ganze Stadt in Weiß anpinselt am Anfang mit dem Overlay. So, hier grob einfach mal den kleinen See umrandet mit dem Grün. Auch hier vorne diese kleine Gebäudeanlage. Erstmal ausgespart, dann hier weiter. Man sieht hier auch, wo noch ein paar Wegen fehlen. Habe ich halt einfach dann nicht eingezeichnet. Und hier ist der Bereich rechts zu sehen, wo Stuttgart 21 momentan hart reinkickt, weil hier halt einfach durch das Overlay einfach nicht ganz genau erkennbar ist, wie es da mal früher mal ausgesehen hat. Da brauche ich, wie gesagt, entweder ein paar Bilder noch. Muss mal gucken, ob Google Earth mir da ein paar Bilder liefern kann von vergangenen Zuständen, weil ich würde da gerne eben den Zustand von Stuttgart vor Stuttgart 21 oder aufbauen. Wie gesagt, wir wollen ja nicht den Stuttgarter 21er Untergrundbahnhof nachbauen. Wir bauen ja den Kopfbahnhof und dementsprechend sollte da dann auch der Vorplatz und auch der Platz daneben rechts, links, je nachdem von welcher Seite man schaut, entsprechend aussehen. So habe ich hier nochmal die Wegen ein bisschen ja, eingerahmt in so eine kleine Textur von niedergeplant oder plattgetretenem Gras weg und das auch nur ganz grob einfach aufgezeichnet, damit einfach der Weg nicht ganz so akkurat aussieht. Nachdem jetzt dann alles ein bisschen eingeschottert war und ein, habe ich mich hier den Gebäudemarkierungen wieder gewidmet. Muss mal schauen, was ich hier für ein Gebäude hinstelle, was entsprechend dieser Form oder ähnlich dieser Form sein wird oder ob es wirklich ein kompletter, ja, zusammengestellter, gewürfelter Komplex wird.
Mal schauen. Also in den meisten Bereichen läuft es wahrscheinlich auf so Eigenbaugebäude hinaus, wenn es dann mal in Richtung des Gebäudebaus geht. Einzige Gebäude, was ich hier jetzt schon angelegt habe, das ist das Gebäude, was man jetzt hier rechts noch nicht sieht, was aber gleich zu sehen sein wird. Das ist dieses, ich glaube, es ist ein neues Ministerium in Stuttgart, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat der mittlere Schlossgarten hier schon relativ schöne Formen angenommen. Es macht auch Spaß, endlich mal was Grünes in der Landschaft zu sehen und nicht nur überall diese kahlen, weißen Stellen. Hier zeichne ich schon mal das Gebäude mal ein, wie das in etwa von der Größe her anzutreffen ist. Ich glaube, es ist Umweltministerium, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Spielt es aber auch erstmal so keine Rolle. Das Gebäude an sich ist relativ neu und markant. Und das habe ich versucht dann auch entsprechend hier so anzulegen, dass das in etwa auch hinkommt. Hier fehlen natürlich jetzt auch noch die ganzen gepflasterten Bereiche um und an den Gebäude, genauso hier auch am Treppenaufgang von der U-Bahn-Station. Dann habe ich hier gleich großflächig vor dem Gebäude auch mal mit dem Textur, mit dieser Pflastersteintextur durchgezogen. Noch was muss dann wieder weg, weil es einfach ein bisschen zu weit war. Mir ich wieder ein bisschen in Richtung Bahngleise orientiert. Und hier sieht man auch das Stellwerk. Dazu kommt aber ein Video im Laufe dieser Woche noch mit dem Stellwerk. Und dann habe ich hier eben noch einen kleinen Bereich. Und der ist tatsächlich eigentlich als Erde auch erkennbar. Und da habe ich das hier schön alles eingepinselt. Dann ein bisschen nachtexturiert und dann das ganze Gelände hier mit Bäumen versehen. Ich glaube oder ich meine, dass das so ein kleiner Abstellbereich ist. Ich bin mir da aber nicht ganz so sicher, was da genau gelagert wird. Ja, und hier ist dann doch ein bisschen zu groß für den Bereich. Und dann hier alles schön mit Bäumen außenrum zustellen und auch den ganzen mittleren Schlossgarten schön mit Bäumen zu dekorieren. So ein bisschen noch was an Bäumen reingestellt werden, dass es nicht ganz so, ja, dass es ein bisschen blickdichter wird und dann halt den ganzen anderen Bereich außenrum auch füllen mit Bäumchen. Ich glaube auch in diesem Bereich steht eine kleine Mauer zur Straße, aber die muss ich noch ergänzen. Ist jetzt auch das Gebäude zu sehen, was ich gerade meinte mit diesem Ministerium. Ob das ein Ministerium ist, das habe ich ja auch angelegt hier schon. Das fügt sich auch ganz gut in die Landschaft ein an der Stelle und passt auch vom Look her, denke ich, ganz gut. Oder ist stark vergleichbar mit dem Originalgebäude, das dort anzutreffen ist. So, wie gesagt, Bäumchen noch draufgestellt hier auf die Fläche. Soll ja auch ein bisschen was fürs Auge an Grün geben. Vor dem Ministerium auch noch ein paar Bäumchen aufgestellt. Die auch noch mal ein bisschen korrigieren. Da fehlt auch noch ein bisschen Grünfläche. Und dann werden sie mal so betrachtet, wie das sich so entwickelt hat. Ja, mit dem Stellwerk und dem kleinen Bäumchen, die da schon angelegt sind. Noch ein paar Bäume, wie gesagt, müssen ergänzt werden. Schmeißen wir jetzt mal mit drauf hier noch. Außenrum um den See ist einiges an Grünzeug und auch an dem Hang hier. Und also generell ist es eigentlich sehr viel Grünmaterial an Bäumchen und Büschen im Park. Ich habe mich da versucht, so gut wie möglich zu orientieren an Google Earth, wo in etwa Bäume stehen und wo auch lichte Flächen sind. Ist natürlich nicht immer einfach. Auch welcher Baum dort steht, ist nicht unbedingt einfach. Ich habe dann mich einfach daran orientiert, was mir das Spiel hier einfach zur Verfügung stellt. Aber wie gesagt, die Position der Bäume habe ich schon versucht anzupassen an das, was ich so in Google Earth gesehen habe. Ein bisschen Grastextur und Co. werde ich noch raufwerfen müssen.
Hier sieht man, dann ist auch ein bisschen weitergegangen. Jetzt hier ist hinten auch die Treppe mit der Überführung und diesem Fußgängerüberweg. Und hinten auch das Ministerium mit ein bisschen Bäumchen verziert. Und jetzt machen wir hier noch ganz kurz hier nochmal Grünflächen, die ich vorhin noch angesprochen hatte, wo die Bäumchen ein bisschen, ja, nicht ganz in Beton rumstehen müssen. Die sind auch nicht umrandet mit irgendwelchen Gehsteigen oder irgendwelchen Rahmen, sondern einfach nur ins Grüne gesetzt. Das reicht auch eigentlich vom Prinzip her. Das muss ja nicht akkurat aus der Entfernung braucht es keinen so einen hohen Detailgrad, so, das würde ich sagen. Ja, es ist zwar schön, aber wir sind so weit weg von den Gleisanlagen, da reicht alleine der optische Eindruck schon, dass es vorhanden ist. Ob es dann nachher wirklich akkurat noch eingerahmt ist oder irgendwelche Bordsteine noch angebaut sind, das kann man nicht mehr erkennen. Sieht auch bei Luftaufnahmen man das eigentlich nicht mehr wirklich. Deswegen lieber nicht so viel Zeit und Arbeit da reinstecken. So, und dann sieht man den ganzen Schlossgarten, sieht super aus und das Gesamtergebnis kann sich sehen lassen. So, und damit wären wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde natürlich wünschen, ihr auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Lasst gerne ein Abo da, wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast und die zukünftigen Folgen nicht verpassen möchtest. Und damit noch einen schönen Nachmittag. Bis bald. Ciao.